Ja. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leckerwissen. Heute erweisen wir einem großen wissenschaftlichen Experiment die letzte Ehre. Nämlich hat der Mars Rover Opportunity nach über 15 Jahren harter Arbeit auf den roten Planeten am 13. Februar 2019 das Zeitliche gesegnet. 800 Mal hat man versucht, ihn wiederzubeleben. Und dann hat man sich gesagt, genug ist genug. Jetzt wird Abschied genommen. Sein ganzes Leben jetzt. Hey Leute, danke für die Einladung hier auf dem Kanal. Auch ich würde total gerne mal was zu Opportunity erzählen. Finde auch super spannend, was der Rover alles gemacht hat. Wir sehen ja hier gerade die Landung am 25. Januar 2004. Die war total interessant, weil der Rover ist zuerst mit einem Fallschirm in die Atmosphäre eingedrungen. Die Atmosphäre ist da wesentlich geringer als hier auf der Erde, das heißt, der Luftwiderstand ist nicht so stark. Als zweites sind dann Booster gestartet, die das Ganze noch weiter abgebremst haben. Und im letzten Schritt haben sich dann ganz viele kleine Luftballons quasi um den Rover herum aufgeblasen, die den Rover geschützt haben. Und er ist dann auf der Oberfläche des Mars herumgehüpft. Und der hüpft extrem hoch, weil auch die Gravitation auf dem Mars nicht ganz so hoch ist wie auf der Erde. Ungefähr nur ein Drittel von der Erdgravitation. Das Ziel des Mars-Rovers war es, Wasser nachzuweisen. Und danach hat die NASA auch den Landeplatz ausgewählt. Denn es gab schon Anzeichen dafür, dass hier früher einmal ein Ozean zum Beispiel gewesen sein könnte. Übrigens, der kleine Oppi war nicht alleine auf dem Mars. Er hatte eine Zwillingsschwester namens Spirit. Die baugleiche Mars-Sonde biss allerdings schon früher in den Marsboden. Die Mission von Opportunity sollte eigentlich 90 Mars-Tage dauern, das sind 92,5 Erdtage, also Erdtage sind ein ganz kleines bisschen länger. Die Mission hat aber nicht nur 90 Tage gedauert, sondern 14 Jahre und 219 Tage war der Mars Rover aktiv, bis zum 10. Juni 2018. Und auf seiner langen Reise hat der Mars Rover tatsächlich kleine Mineralkügelchen gefunden, die auf ein wässriges Milieu hindeuten. Die NASA geht sogar so weit, dass sie sagt, dass dieses Gebiet früher einmal klatschnass gewesen sei. Und da kam ein riesiger Sandsturm, der mehrere Monate gedauert hat und den ganzen Planeten umfasst hat. Und dieser Sandsturm hat am Ende das Aus für Opportunity bedeutet. Ja, ganz schön harter Tobak, ne? Aber wir vergessen natürlich nicht, in diesem Tribute-Video die großen Leistungen nochmal zu erwähnen. Also einmal Marathon auf dem Mars. Der erste und bisher einzige. Ja. Dann aus 90 Tagen eigentlicher Mission werden über 15 Jahre, also... Ganz schön viele Tage. Viele Tage, genau. Und nach 5000 Tagen hat der kleine Held hier auch etwas ganz Besonderes gemacht, nämlich etwas, das sie auch immer macht, nämlich ein Selfie. Und damit hauen wir auch das Video raus und hören auf mit einem Selfie mit unserem kleinen selbstgebastelten Opportunity. Macht's gut. Ciao.